Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Tales of Graces F. Tja, der Richie war im letzten Part richtig agil unterwegs. Und deshalb, ich habe auch gleich zu dem Punkt aufgehört. Ich hoffe, dass es dann auch an der richtigen Stelle gespeichert hat. Wollen wir mal. Natürlich will ich das laden, also ich bitte dich, liebes Spielchen. Der Elefschub, das ist natürlich unsere liebliche blaue Anzeige. Nicht die rote, die ist böse. Die blaue ist unser Stuff, den wir sehen wollen. Sophie! Sophie! Come on, Sophie! Wake up! Our wounds are healed now. I just don't understand what's going on. Sophie! Thank goodness you're awake. I'm so glad. Asbel, Sharia, what happened to me? Richard attacked us. You've been unconscious for a while. What happened to him? He was enveloped by some kind of strange cocoon. And we don't really know what became of him. Richard. Sophie, try to hold on. What happened to everyone? Where are you? Everything's a blur. What? Where did you go? I can't see you. Sophie, tell us. What's wrong? We're right here, Sophie. Can you see anything? Your faces are getting blurry. I can't see. This could be an after effect from the attack. If we don't help her, she might lose her sight. No. It's no use. I can't seem to heal her with either arts or medicine. We've got to do something. What else can we try? Well, she won't get any better just lying on the ground. Let's find an inn or something. Oh Junge, arme Sophie, tut mir richtig leid. Sophie kann nicht mehr am Kampf teilnehmen. Nur noch gleich mal schauen, wen haben wir denn sonst? Malik. Oh, grau hinterlegt. Herberge, ne? So war die. Müsste eigentlich hier sein. Die Resistenz. Oder auch nicht. Da braucht man ein wirkliches Gasthaus. Na, müssen wir, glaube ich, wieder zurück nach The Fate. Sofern es die Richtung ist. Ich glaube zumindest stehen was. Ne. Karte habe ich natürlich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es geht jetzt so einen kleinen Bogen. Dann geht es wieder nach oben, genau. Und da müsste es The Fate sein. Genau. Ich kenne mich doch aus. Das ist immer so. Orientiert sind wie eine Bockwurst, habe ich meistens. So. Gutes Gasthaus, da haben wir ja schon mal ein Gespräch gehabt. Da weiß ich jetzt ungefähr, was ist. Entweder dieses Haus, ne, das war das mit den Kuscheltieren. Da müssen wir noch ein bisschen weiter. Da könnte man sich noch ein bisschen Stuff kaufen, aber wir haben keinen Stuff. Und hier links haben wir dann das Gasthaus. Schauen wir mal, was unsere nächsten Schritte jetzt überhaupt sind. Greifen wir den Kokon an oder. Ich hab keine Ahnung. Kein Gespräch, okay. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus. Knackig warm. Das ist doch das Stuff, den ich sehen will. Ansonsten haben wir nichts Neues. Gut, dann schlafen wir mal eine Runde. How's she doing? A little better. At least she's sleeping now. Sophie. Hey, Asbel.
This is gonna sound weird, but I don't think Sophie's human. At least not like us. Hey! Don't yell at me! She's just not reacting like a normal person, you know? Human or not, she's still in pain. If you're suggesting we just abandon her... Oh, geez, what's wrong with you? No, I'm trying to help. Do you remember when I mentioned Phaedra back at the Archive of Wisdom? I remember you saying that Protos Haste came from there. And that Protos Haste stopped Lambda from destroying the Valkanis. Well, if Richard is right, and Sophie is Protos Haste, then there might be a way to help her. But we'll have to take her to Phaedra. Look, guys, if arts don't work and medicines don't work, then we're about out of options. Of course, I can't promise this'll work either. Richard could have been lying or crazy or whatever. And the records in the archive were totally old. So yeah, it might not work, but I think it's the only shot we have. How would we get to Phaedra? I can't just let Sophie suffer like this. It's my turn to save her for once. So please, get me to Phaedra. I'll do whatever it takes. And what? The rest of us will just sit here and wait for your return? Everyone feels the same as you, Asbel. Wait, are you sure? Of course! We've come this far, haven't we? Thanks, everyone. Then let's get to Phaedra and figure out how to save our friend. Right. Okay. If we're lucky, we might even learn something about what happened to Richard. What do you mean? I think Richard is connected to that Lambda guy. Wait, you do? Yeah, so we should keep our eyes open and try to learn as much as we can. But first, we need to go back to the Archive of Wisdom, because I totally don't know how to get to Phaedra. But once I figure that out, we'll head there toot sweet. Oh, die Älteste ist auch da. Ah, there you are, Pascal. The captain said you were in trouble, so we came here right away. The Overseer has concluded her discussions with Chancellor Eigen. Fendel has pledged us their full support. The information you seek will not be found in the Archive of Wisdom. Na, Lady, dann hoffe ich doch, dass du die Information für mich hast. Instead, you will need to visit our other archive, the Lost Archive. Sprich, einen neuen Dungeon. Ich bin sowas von dabei. We have another archive? Of sort. Long ago, you see, we Amarcians lived in a place far from our current home. When we left, we were unable to bring all that we had acquired, and so some items were sealed away. Oh, that's cool. So where is this other archive? In a Stratton city called Sable Isole. Ooh, da wo der Rackerkong war, also gehen wir wieder in die warmen Gewässer. Oh, nice. It won't be easy to reach Sable Isole from here. Fendel and Strata aren't on good terms, and no ships sail between here and there. Wie wär's, wenn wir ein Schiff endlich kapern? Das wäre richtig nice. Da könnte man nämlich überall hinfliegen. It is already taken care of. The Overseer has graciously arranged for Chancellor Eigen to provide a ship. It is waiting in the harbor and ready to sail upon your word. Thank you. This will be a great help. We will watch over your friend Sophie while you are gone. There is no need for concern. Thank you, Poisson. Hang in there, Sophie. We're going to make you better. I promise. Es läuft gerade alles ein bisschen zu perfekt. Aber okay. Hoffen wir mal, dass wir dort was finden im verlorenen Archiv. Hast du noch was zu sagen? Euer Schiff ist bereit. Sobald eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, begebt euch bitte zum Hafen. Alles klar. Ja, Vorbereitung. Habe ich nicht unbedingt. Von daher, let's go! Du bewachst die Tür? Gut. Haben wir sonst noch... Vielleicht werden wir nochmal eine Runde schlafen. Oder also vielleicht noch eine Cutscene freischalten. Sicherheitshalber mal testen, aber wenn die Musik kommt, dann wohl eher nicht. Aber ich wollte es mal testen. Außerdem sind wir jetzt zwei Wochen aufkalt. Es wird immer so fies sein. If what Pascal says is true, then that means... Asbel, I know what you're thinking, and you don't have to feel that way.
It doesn't matter what we find out. To us, Sophie will always be Sophie, right? Huh? Whatever truths we learn will only help us understand Sophie better. Even with everything that's happened, I'm just glad that I had a chance to get to know her. She's meant the world to us, and nothing is going to change that. You're right. All the things we've done, all the memories we share. We have to protect Sophie. It's the only option. That's more like it. That look fits you much better than when you're down. You're really sweet, Sharia. Huh? Where did that come from? Oh, süß. So, dann gehen wir eigentlich auf den direkten Weg zum Hafen. Ansonsten, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es da schon gezeigt hat, wir können jetzt auf jeden Fall wieder einkaufen gehen, weil ich wohl das Monster besiegt habe, weil ich ein bisschen gelevelt habe vor zwei Parts, glaube ich, war das. Aber, weiß nicht. Wir haben ja einen neuen Charakter jetzt, entweder Malik oder den Hubert, von daher sollten wir vielleicht ein bisschen was einkaufen. Was sonst noch irgendwie was Interessantes? Da habe ich fast auch soweit alles. Eine neue Waffe, Plattenschutz, ne, eigentlich nur das da. Jo. Espel. Nö. Espel nicht unbedingt. Ausrüstung. Ja komm, nehmen wir Malik mit, oder? Nehmen wir Malik mit. Können wir da noch irgendwie was ändern? Waffentechnisch sieht's gut aus. Dann die neue Rüstung, die ich gekauft habe. Die Platin Tunica. Könnt ihr das so richtig? Einen neuen Duft vielleicht? Nein. Und Lähmungsband, Frierband, Steigungsband, Lampsandband. Ja, behalten wir dann Ding. Und Zeitspende als Titel. Okay. Adios, Safet. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, aber. Ich denke mal, wir kommen doch mal. Eventuell, um Sophie wieder zu sehen. Vielleicht. Ja, ich mache ja auch nicht, statt trotzdem nicht so. Die ist so monoton irgendwie. Aber jetzt wird's wieder schön warm. Lasst mich raten, jetzt nur so spaßeshalber, ist das verlorene Archiv vielleicht ihr Brockerkong drin? So, keine Ahnung, in der Arschregion. Aber auf jeden Fall, mit dem müssen wir auch noch ein Hühnchen rupfen. Wir brauchen ja ein Feld, glaube ich, von Brockerkong. Wegen so einer Anfrage. Sophie? What are you doing outside? You should be in bed. I'm sorry. She insisted on seeing you. I'm coming with you. I can't stay in bed while you fight for me. Okay, wir müssen noch eine Safe zurück. Yes! And I won't get better here. I want to be with you. I won't get in the way. So please, please let me stay. Sophie. Das ist vielleicht gar nicht mal zu verkehrt, wenn er sie mitnimmt, damit sie halt da, wo wir hinwollen, vor dir ist, oder wie das hieß? Dass es sich da vielleicht erinnern kann, dass er vielleicht neue Kraft schöpft, weil bis wir das wieder gefunden haben, wieder zurückgehen und dann wieder dahin, das ist alles zeitintensiv. Alright, but no heroics, okay? Thanks, Asbel. This is a letter from Chancellor Eigen to the President of Strada. I believe the Chancellor wishes to mend ties between the two countries. If ever all countries needed to work together, that time is now. We understand. We'll make sure the letter arrives safely. The quickest way to Sable Azole is through Ol-Ray, so we should head there first. They won't be pleased to see a Fendolian ship sail into port, but I'm sure we can explain the situation. Imagine, sailing from Fendel to Strada. And this is for you, Pascal. Oh, cool! This little doodad will let us send messages back and forth. I'll contact you immediately if anything changes. All right, let's get going. Oh, das ist Vögelchen. Und weg ist es. Wo ist das Vögelchen? Das ist Vögelchen. Und es ist wieder. Ne? Es ist noch da. Das ist Vögelchen. Es ist überall. Brief vom Katze erhalten. Und Taubencommunicator. Nice. Und einen neuen Titel bekommen. Okay, nach Old Schul wollen wir. Nach Freili. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Hey, wer kotzt hier?
Endlich weg von dem eiskalten Bullshit. Aber jetzt ist genau wieder das Extreme. Jetzt gehen wir wieder in Richtung Wüste. Kann man nicht nach Land oder so, wo es ganz normal ist? Are you okay, Sophie? You need help? I'm fine. Thank you both. We're on the ocean. I can't see it, but I can smell it. We rode a boat together when you were little, didn't we, Asbel? Yeah, when we went to Barona. You wanted to sail around the world with everyone someday. Your dream came true, Asbel. Though I haven't recovered my memory yet. Still, I'm happy we can travel together. Sophie, you should get some sleep. I'm fine. Everything is blurry, but I see lots of blue. I wonder if I'll lose my sight completely. I'd miss seeing all my friends. I guess it's good that I can still remember you. Sharia has pretty hair, and Asbel has a kind smile. Remembering these things makes me happy, even if I won't see them anymore. So I'll be fine. Oh, Sophie. We'll find a way to heal you. I promise. Even if I'm not like you? What do you mean? Nothing. It's nothing. Oh man, die tut mir so leid. Wir werden auf jeden Fall irgendwas finden. So, jetzt sind wir wieder da. Kein Schnee, sondern knallharte Hitze. Das müsste auch voll auf den Körper aufschlagen. Erst kalt, dann warm, dann kalt, dann warm. Immer so ein Zickzack. So leicht macht das der Körper eigentlich auch nicht mit. Aber es sind hart im Leben, wie es aussieht. Hoffen wir zumindest. Jeez, these jerks really know how to make a girl feel welcome. Considering we're the first ship from Fendel to ever dock here, it's hard to blame them. Lieutenant Aswell, sir. Fools! Stand down at once! I'm terribly sorry, Lieutenant. If we'd had known it was you, this never would have happened. Apologies are unnecessary. You were right to be wary of such a vessel. Now, please tell us where to find the President. He's traveling here to interview witnesses who've seen the situation at World's Eye. He's slated to stop at Sable Isoli on his way. Excellent. Then we can deliver this letter to him in person. Let's hurry to Sable Isoli before we miss him. Und besuchen wir den Rakakoko. Den Namen habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Definitiv falsch. Was sagst du dazu? Wir suchen die Fracht des versunkenen Schiffes. Ist es ein Minispiel? Na klar. Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht wieder zurück. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, mein sehr gutes Ungut. Ich hab grad. Ich laber mich wieder in die Scheiße rein. Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Zurück nach Safed. Juhu! Bitte nicht. Kann man die Katze bitte überspringen? Ich hoffe mal, das ist nur so ein Minispiel. Oder ist es... Okay. Nein. Wag es nicht. Wag es ja nicht, wieder nach Safed zu fahren. Ja, geh in die Richtung. Ja, okay, bleib stehen. So ist es vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt. Wenn das Schiff hier irgendwo gesunken ist, sollten wir Überreste davon sehen können. Das erinnert mich an eine gewisse Trainingseinheit. Ihr meint... Ja! Sophie! Also, ihr müsst immer auf alles gefasst sein, um entsprechend reagieren zu können. Glaubt nicht, nur weil das eine Trainingseinheit ist, dass euch nichts passieren kann. Hallo, Lady! Die Prognostiker haben vorhergesagt, dass dieser Sturm ungewöhnlich heftig wird. Sollen wir wirklich hier draußen sein? Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir keine Sorgen mache. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als auf unsere Schüler zu vertrauen. Wir haben viel weniger Ritter und Ausbilder als geplant. Wenn etwas schief geht... Was bam! Was war das? Und es ist weg. Jemand ist über Bord gegangen. Naja, adios amigos!
Wer weiß, sagt mir Namen und Klasse. Klasse 1a, Schülerin von der Grundschule. Ich gehe, wo es erst passiert. Nicht nötig, Sir. Der Junge hat sie bereits herausgezogen. Du. Ihr da, helft der Frau in ihre Kabine. Erwartest du nun ein Lob für diese Tat? Ich weiß nicht, ich wollte nur helfen. Und was wäre gewesen, wenn wir dich auch noch hätten retten müssen? Was dann? Sei mir nicht so aggressiv, Lady. Ich habe nur Hauptmann Maliks Rat befolgt, Ma'am. Ihr müsst immer auf alles gefasst sein. Du warst darauf gefasst, dass sie über Bord gehen würde, nicht unbedingt sie. Aber in einem Sturm wie diesen erschien es mir logisch, dass ein solcher Fall eintreten könnte. Dann hast du also dein eigenes Leben riskiert, um den Helden zu spielen. Ist das so? Sir, ich wollte nicht dergleichen. Ich habe nur... Ruhe! Ich will keine Entschuldigungen mehr hören. Zur Strafe wirst du sämtliche Fußböden der Akademie schrubben. Hast du verstanden? Ja, Ma'am. Blöde Zicke. Warte, wie war noch dein Name? Esplanade, Sir. Ach so, da kannten sie sich noch gar nicht. Okay. Das war so die erste richtige Begegnung. Damals habt ihr mich eingeladen, meine Ausbildung bei euch persönlich fortzusetzen. Ich war überrascht, dass jemand in deinem Alter bereit war, sein Leben so selbstlos aufs Spiel zu setzen. Ich wollte dich besser kennenlernen. Oh la la. Sehen, ob es etwas möglich ist. Um ehrlich zu sein, Hauptmann, die 3 Tage Bodenschrubben waren mörderisch. Macha Victoria sagte, sie müssten so sauber sein, dass man davon essen könnte. Und zum Abschluss hat sie mich das sogar tun lassen. Es ist kein Spaß, sie zu verärgern. Aber sogar diese Erfahrung hat mich etwas gelehrt. Bodenschrubben hat dir etwas gelehrt? Rarisch! Warte, war das... Monster! Wahrscheinlich dieselben, die das Schiff versenkt haben. Wir kümmern uns darum. Jetzt gibt's einen Hadarisch aufs Maul, meine Monster. Da kommen sie. Es sind Patricks! Hadarisch! Ihr seid doch gegen A-Angriff, das heißt ganz normal. So, aufladen! Alter, die Seesterne! Die haben aber ganz schön viel Leben. Wie haben sie denn? Puh, fast 12.000. Das ist schon ziemlich viel. Ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendwie so ein kleiner Boss, so ein großer Seestern. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich wollte doch nur nach dem Schiff suchen. Nein, ich wollte nicht. Ich habe gedacht, das wäre ein Finish-Spiel. Jetzt muss ich mich mit Seesternen, mit 3 Patricks rumärgern. Aber die machen wir ziemlich verreckt. Wahrscheinlich kommt jetzt SpongeBob. Kommt so ein Schwamm. Das wäre es jetzt. So, jetzt ist noch der letzte. Aber der hat auch nicht unbedingt die große Chance. Bam. Und hat er riecht und schau. Aber viel Erfahrung noch bekommen. Weil 4 Bücher haben sich aktiviert. Und wir haben 11 plus 18 bekommen. Titel hat sich ein bisschen was geändert. Wunderbar. Immer damit mit dem Stuff. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Habt herzlichen Dank. Die schlechte Nachricht ist, dass nach dem Kampf im Frachtraum nun heillos durcheinander herrschen. Braucht ihr Hilfe beim Aufräumen? Potzblitz, Junge! Seid ihr sicher? Klar, kein Problem. Ich bin Esplit, ich kann alles. Und was hast du jetzt beim Bodenschrubben gelernt? Putzen macht mehr Spaß, als man denkt. Ach, jetzt hör aber auf. Jetzt hört er aber auf. Es stimmt, natürlich war es am Anfang eine Qual, aber nach einer Weile habe ich gemerkt, dass es mir auch irgendwie Spaß gemacht hat. Vielleicht ist es eine Form der Wiedergutmachung, weil ich als Kind so unordentlich war. Das stimmt. Reim endlich deine Scheißkarte in dein Zimmer auf! Harte Arbeit in Spaß verwandelt. Das ist typisch Esbo. Vielleicht ist das, was ihn so stark macht. Zum Teufel! Ich kann genauso gut mit anpacken. Genau, pack auf. Und wir haben eine versunkene Fracht bekommen. Anfrageobjekt. Anfrageobjekt. Oh, wunderbar. Das können wir dann später mal abgeben. Eine Schifffahrt. Halt die Klappe. Okay. Sind wir da? Nein. Sind wir jetzt da? Nein! Sind wir jetzt da? Halt's Maul! Ich sehe auch schon! Nein, siehst du noch nicht, aber jetzt! Okay.
Also war das eigentlich mehr oder weniger nur für eine Anfrage gedacht, die Mission. Okay. Und wir haben den Titel Profischrubber bekommen. Stimmt, alle Titel erhalten. Das wird bestimmt ein Spaß. Die alle zu so eine Hafenhütte. Da schauen wir uns nochmal kurz rein. Was wir da schon Hübsches haben. Da haben wir noch eine Katze. Ich habe auch erfahren, dass es 10 Katzen gibt. Und wenn man die alle füttert, dann kommt man in einem... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man kommt in ein neues Gebiet, sagen wir es mal so. Genau, das sollte erstmal genügen. Habe ich zufällig erfahren, wo ich nach Trainingseinheiten schaut, beziehungsweise mich informieren wollte, was ich alles so dualisieren kann. Aber im Endeffekt dualisiert das, was ich kann. Es ist meistens dafür da, entweder um Waffen aufzurüsten, lieber gesagt, beziehungsweise ja, Geld zu machen. Du kannst 2 Gegenstände dualisieren, um die dann zu verkaufen. Aber momentan haben wir eh kein Geld. Keine Geldprobleme. Gut, aber das war's mit diesem Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Euer Feind.